Das ist auch ein Porsche. Ein ganz rares Auto. Einer der Prototypen vom Typ 950 Spyder von 1954. Das Auto hat zwei berühmte Rennen bestritten im Jahr 1954. Die 24 Stunden von Le Mans, wo das Fahrzeug der Klassensieger bis zur Klasse 1500 Kubik war. Und dann die Carrera Panamericana. Und von dieser Carrera Panamericana ist noch die Dekoration. Das Auto ist bei uns jetzt, um es in den Ursprungszustand zu bringen, wie es beim 24-Stunden-Rennen in Le Mans gelaufen ist. Das Auto ist im Privatbesitz und kommt dann in das Privatmuseum. Das war ein Unfallschaden, Herr Barrierter. Genau. Hier war ein Riss drin, den haben wir jetzt aufgemacht und nochmal mit einer V-Kerbe schön verspachtelt, damit das auch nachher eine saubere Oberfläche ist. Ja, dann machen wir so, lackierst mal die Farbmuster und dann lassen wir uns davon die Freigabe geben. So, jetzt ist der Füller 2 Wochen durchgetrocknet. Das Auto wird jetzt in dem Originalfarbton lackiert. Das Auto jetzt soweit wieder zusammengebaut. Er ist seit 15 Jahren nicht mehr gelaufen.
Wir haben im Vorfeld Kompression gemessen, Zündfunke kontrolliert. Jetzt füllen wir Benzin ein, gucken, ob die Benzinpumpe tut. Und gucken wir mal, ob er anspringt. Nicht rüberläuft. Was man auf jeden Fall machen muss, ist die Vergaser überholen, neue Abdichtung und so weiter. Laut Kundenaussage lief es beim letzten Mal, bevor es abgestellt wurde, einwandfrei. Wir klären trotzdem ab, ob ein Kurzschluss auf dem Auto drauf ist. Wir gucken, dass es wirklich sauber Öldruck hat, bevor wir Zündfunke machen, weil auf Überraschung stehen wir nicht und das ist auch zu teuer. Damit hat es sich schon erledigt. Da ist ein Kurzschluss drauf auf dem Auto. Brauchen gar nicht. Wir wollten ja den 55 Spider, den Prototyp, starten. Haben dann leider gemerkt, dass kein Benzin hinten an den Vergasern ankommt. Haben dann die Spritpumpe gemessen. Die Spritpumpe hat eine gute Stromaufnahme gehabt und es kam trotzdem kein Sprit. Deswegen, jetzt haben wir sie gerade ausgebaut. Jetzt schauen wir mal rein, gucken, ob wir augenscheinlich irgendwas erkennen können, ob was defekt ist. Und vielleicht können wir es hoffentlich reparieren. Wenn nicht, müssen wir leider nach Ersatz schauen. Ich rieche jetzt auch schon extrem harzigen Sprit. Leider. Das Auto stand jetzt 15 Jahre. Gut, man hat die Pumpe gehört, dass sie getan hat. Hier ist eine Membrane drin. Oder es war mal eine Membrane drin, sag mal so. Ja, die nicht mehr vorhanden ist. Das war's dann doch für heute. Müssen wir nach einer anderen schauen. Darf ich? Die Dinge sind drauf. Wir mussten die Auspuffanlage abmontieren, weil bei den Boxermotoren, gerade bei dem Fuhrmann-Motor, leider, wenn er lange steht, läuft zu viel Öl in den Brennraum und läuft dann auch in die Auspuffanlage rein. Und bevor wir da die Riesensauerei veranstalten beim ersten Start, haben wir gedacht, wir montieren ihn ab, gucken gleich, ob noch irgendwelche Undichtigkeiten am Motor bestehen. Die haben wir in dem Zug auch gleich behoben und haben die Auspuffanlage ausgeleert, die unter Bodenabdeckung weggehabt. Die montieren wir jetzt wieder. Danach montieren wir die Auspuffanlage. Ja, also hier unter Bodenabdeckung ist ja eine wunderschöne handgefertigte Alu-Abdeckung, die ja riesig ist. Die ist unten verschraubt und hier an den Seiten am Rahmen verschraubt. Und die befestigen wir jetzt. Wir setzen erstmal alle Schrauben an, bloß von Hand.
bis wir wirklich alles sauber drin haben, dass auch keine Krumm angesetzt ist. Und danach ziehen wir sie fest. Jetzt montieren wir die Auspuffanlage. Hier unter Bodenabdeckung ist dran, befestigt. Gut, bin ich. Jetzt muss hier mal einen Hauptbremszylinder raus, um den zu prüfen, ob er dicht ist und noch funktionsfähig. Wir haben festgestellt, dass er undicht ist. Wir haben auch keinen Pedaldruck mehr. Wir haben einen neuen besorgt. Und dann bauen wir ein und lüften wieder. Kontrollieren die Radbremszylinder noch. Haben die auch neu. Ja, dann sollte man irgendwann fahren. Das ist der neue Hauptbremszylinder. Dann haben wir die Radbremszylinder auch neu bekommen. Die tauschen in dem Zuge auch gleich aus, weil wenn sie nicht schon undicht sind, dann werden sie undicht. Da haben wir alles neu. Da passiert erstmal in den nächsten Jahren nichts. Dazu müssen wir aber noch eine Bremsleitung. Ist uns leider kaputt gegangen, weil sie so verrostet war, dass wir sie nicht aufgekriegt haben. Die machen wir jetzt noch neu. Deswegen haben wir auch hier das Rad runter gemacht. Und dann machen wir einen Hauptbremszylinder rein, entlüften das System, gucken, ob alles dicht ist. Dann bauen wir einen Tank ein und starten heute. Zündkerzen merkt, dass die teilweise kaputt sind. In dem Zug wechseln wir die natürlich gleich aus. Einfach damit der Zündfunke wirklich auch dort ankommt, wo er soll und nicht gegen Masse geht. Von dem her schneiden wir da einfach ein Stückchen ab. Dann haben wir eine kleine Kontrolle, ob er wirklich sitzt. Rein mit. Okay, das war's schon. Ich biege jetzt die Bremsladung für den 55 nach der Originalform, wie es ja auch im Auto war, mit Verschraubung und dem richtigen Dörtel hier oben. Jetzt mache ich gerade noch die letzte Biegung. Wir machen jetzt die Bremstrommel runter, damit wir uns die Radbremszylinder anschauen können. Dazu müssen wir hier das Radlager zulegen. Und vor allem wollen wir kontrollieren, wenn der Radbremszylinder undicht geworden ist, ob die Bremsbeläge sich mit Bremsflüssigkeit vollgesaugt haben. Ja, sonst müssen wir die auch ersetzen, weil sonst die Bremswirkung natürlich gleich null ist. Alles sauber machen. Fährt auch raus? Ja, fährt raus. Wir wollten jetzt bei dem 550 die Radbremszylinder tauschen, da auch die Vermutung besteht, dass sie undicht sind. Wir haben jetzt die Bremstrommel runter gemacht, haben gesehen, dass der untere Radbremszylinder undicht ist. Ja. Sieht man, da steht die Bremsflüssigkeit drin. Siehst du, hier ist schon ein bisschen drüber gelaufen. Und dann kümmern wir uns nochmal um die Spritpumpe. Da ist jetzt die neue gekommen und dann gucken wir, dass man heute starten kann.
die Benzinpumpe eingebaut im Auto, angeschlossen. Jetzt bauen wir den Tank ein. Wieder ins Fahrzeug. Ist jetzt auch fertig geworden. Es ist komplett neu angefertigt, denn es gab kein Originalteil mehr. Es wurde mit CAD konstruiert, mittels 3D-Drucker dann die Prototypteile hergestellt, Werkzeuge erstellt, die Teile abgegossen und das fertige Produkt sieht so aus und da sind wir jetzt wirklich stolz drauf. Der Reflektor, der bei jedem Fahrzeug, das zum Straßenverkehr zugelassen ist, notwendig ist, der ist hinterleuchtet. Das heißt, es sind zwei Glühlampen drin, Blinklicht, Bremslicht und Standlicht. Und das untere Licht leuchtet durch den Reflektor. Wenn man jetzt den gegen das Licht hält, sieht man, dass der Reflektor nicht wie üblich undurchsichtig ist, sondern er kann durchleuchtet werden. Denn ansonsten wird es keinen Sinn machen, die untere Lampe in der Position anzuordnen. Alle bereit? Also wir stehen hier vor der sprichwörtlichen Nadel im Heuhaufen. Und zwar, diese Startnummerbeleuchtung ist ungefähr so schwer zu finden wie diese Nadel im Heuhaufen. Es hat eine ganz besondere Geschichte. In den Vorkriegsjahren, 1930er Jahre, 40er Jahre, hatten die Fahrzeuge eine Armaturenbrettbeleuchtung, die nicht die Instrumente von hinten durchleuchtet hat, sondern das war eine Auflichtbeleuchtung. Und zwar standen solche Lichtchen aus dem Armaturenbrett heraus. Das Hütchen diente als Blendschutz
Und das Lustige dabei ist, eingeschaltet wurde es, indem er einfach das Lichtchen rausgezogen hat. Bei den Rennen vor dem Krieg und dann auch noch in der Zeit bis in die späten 50er Jahre war die Beleuchtung dieser Stadtnummern auch mit solchen Lichtchen vorgenommen worden. Das Auto fuhr ja 1954 in Le Mans, hatte diese Stadtnummerbeleuchtung. Im Laufe der Jahrzehnte ging es verloren. Wir haben unglaublich lange danach gesucht und endlich dieses Teilchen gefunden. Was natürlich absolut fantastisch ist, denn wir haben jetzt den Zustand exakt so, wie es 1954 im Juni in Le Mans gelaufen ist. Das funktioniert für Taser, das kriegen wir. Ne? Das.